Hallo, heute gibt es den besten Hotdog, den du je gegessen hast. Für diesen Snack braucht ihr nur wenig Zutaten. Dazu habe ich hier unser Toastbrot. Da haben wir unser schönes Nudelholz. Das nutzt ihr, um das ganze schöne Toast ein bisschen geschmeidig zu machen. Guck mal, das sieht doch schon mal richtig lecker aus, ne? Nicht so dick, nicht so dünn, so soll es sein. Von beiden Seiten kurz walzen mit unserem Nudelholz. Schön geschmeidig machen, ne? So. Gut, die legen wir uns erstmal beiseite. Als nächstes beschäftigen wir uns mit unserem Wiener Würstchen. Da haben wir hier unseren Schmelzkäse. Den wickeln wir richtig schön stramm rum. Ich nehme zwei Scheiben. Wie gesagt, wer nicht so viel mag, der kann auch ruhig eine nehmen. Ne? Ein bisschen andrücken. Machen wir beim anderen auch noch schnell hier. Und ihr glaubt gar nicht, wie gut das schmeckt. Also, ich war fasziniert. Ich habe das ja erst neu ausprobiert. Ne? Also, es war der Hammer. Als nächstes kommt unsere nächste Zutat, unser Bacon. Nicht kuscheln, Freunde, bisschen beiseite. Und den wickeln wir richtig schön hier rum. Ihr könnt mehr oder weniger nehmen, das ist nachher nicht das Problem. Aber zu viel ist manchmal auch nicht gut. Sondern es soll ja nur optisch und geschmacklich richtig gut für euch sein. Und für euch ist mir das Beste gerade gut genug. So, der zweite Kollege ist am Wirken. Ist mir gar nicht so einfach. Aber das wisst ihr ja selber, wenn ihr es nachmacht mit dem Bacon. Wenn er so dünn geschnitten ist, den zu wickeln. Das war eine kleine Herausforderung, aber ich kenne euch ja. Ihr schafft das. So. Man braucht es auch nicht ganz so genau machen. Also da braucht ihr keine Angst haben. Ne? Da braucht man auch keinen Titel oder ein Diplom für haben. Ne? Hier mache ich jetzt mal ein bisschen mehr rum. Wir wollen ja. Timmy, magst du eigentlich Bacon? Ich liebe Bacon. Guck mal, dann habe ich gerade deinen Hotdog hier in der Hand. Das habe ich schon gesehen und ich denke auch, das ist auch meine. So, nun kommen unsere Würstchen in den Schlafrock. Wir haben die ja richtig schön gewalzt. Richtig schön andrücken. Einmal beide Hände. Ne? Schaut mal, so soll der erste schon mal aussehen. Das war der erste Streich und der zweite folgt sogleich. Richtig schön stramm, Freunde. Und als nächstes geht es in den Backofen für 10 Minuten bei Umluft 160 Grad und dann dürft ihr gespannt sein. Und genau so sollte euer Hotdog aussehen, Freunde. Dann habt ihr nichts verkehrt gemacht. So, wir schneiden unseren Hotdog mal an. Ho, Freunde, sieht das geil aus. Ich wünsche euch guten Appetit.